Letzte Woche hat SBB-Chef Andreas Mayer mit Stolz die Jahreszahlen für 2014 präsentiert. Die SBB transportierte mehr Personen und auch deutlich mehr Güter als im Vorjahr. Bei SBB Cargo schaute aber nicht viel Gewinn heraus. Anders ist die Situation bei privaten Güterwaggonvermietern. Bruno Bonometti. Es ist ein Geschäft mit hohen Investitionen. In der Anschaffung wie auch im Unterhalt. In Rheinfelden inspiziert Philipp Müller die Erneuerung seiner Waggons. Gemeinsam mit dem Werkleiter der Unterhaltsfirma. Du kannst jetzt noch einmal abdrehen, den Ansatz. Ja, da kannst du noch drei Mal kannst du noch nehmen. Philipp Müller ist Verwaltungsratsdelegierter der Vascosa. Das Familienunternehmen besitzt und vermietet Güterwaggons. Jahresumsatz 100 Millionen Franken. Der Unterhalt der Waggons ist teuer. Das sind hauptsächlich zwei Gründe. Wir haben auf der einen Seite ständig steigende Anforderungen bezüglich Sicherheit. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt Umweltschutzthemen, Lärmthemen, die dazu führen, dass wir die Fahrzeuge erneuern müssen mit lärmarmen Bremsen. Und das sind doch erhebliche Aufwände, die uns so antreiben. Das Geschäft rentiert nur, wenn die Wagen gut ausgelastet sind. Vascosa vermietet 7.500 Bahnwaggons. Vom Tankkessel bis zum Containerwagen. Philipp Müller beschäftigt am Hauptsitz der Vascosa in Luzern 50 Mitarbeiter. Sie sorgen dafür, dass die Waggons ständig durch ganz Europa rollen. Für gewisse Kunden entwickelt Vascosa sogar eigene Waggons, etwa für die Schweizer Post. Der große Vorteil von diesem Wagen für die Post ist, dass der mit 120 beladen fahren kann. Die Post mietet sämtliche Waggons für den Transport der Briefe und Pakete bei privaten Anbietern. SBB Cargo ist nur für die Beförderung auf dem Gleis zuständig. Dass SBB Cargo jetzt zum Beispiel von der Schweiz sämtliche Güterverkehr abgewickelt hat, das gibt es nicht mehr dank der Liberalisierung. Das führt zu mehr Wettbewerb, zu mehr Unsicherheit. Und auf der anderen Seite sind es die Finanzen der meisten Staatsbahnen, die heute dazu führen, dass zu wenig eigene Investitionen mehr möglich sind in neues Rollmaterial. Vascosa hat im Gegensatz zu SBB Cargo viel in Waggons investiert. Der Wagenpark von Vascosa hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als versechsfacht. Von 1.200 auf heute 7.500. Ganz anders die Situation bei SBB Cargo. 1995 besaß die Staatsbahn noch 16.000 eigene Güterwagen. 20 Jahre später sind es mit 6.800 weniger als die Hälfte. SBB Cargo macht zu wenig Gewinn, um ihre Wagenflotte zu erneuern. Die meisten Waggons sind zwar lärmsaniert, doch die Hälfte ist über 30 Jahre alt. Und SBB-Chef Andreas Mayer hat ein weiteres Problem. Wir haben auch eine viel zu breite Palette gehabt. Oder jedes Unternehmen heute lebt auch von Standardisierungen. Wir haben bis zu 30 verschiedene Wagentypen gehabt. Das schränkt Flexibilität ein. Und darum ist auch Cargo dort dran, sich zu fokussieren. Mit der Liberalisierung im Schienenverkehr sind große private Waggonvermieter entstanden, die europaweit fahren. Das Geschäft mit dem Güterverkehr ist für kleine Staatsbahnen schwierig geworden. In Baar ist der Sitz eines europäischen Riesen, der AAE. Von Baar aus hat Andreas Gohr eine moderne Flotte von 30.000 Güterwaggons aufgebaut. Die AAE brauche den europäischen Markt mit vielen Kunden und langen Bahnstrecken. Das Vermietungsgeschäft könne nicht national betrieben werden. Gibt es staatliche Bahnen, die keinen Güterverkehr mehr betreiben? Ja, es sind kleinere Staatsbahnen, die entschieden haben, keinen Güterverkehr mehr auf der Schiene durchzuführen und es durch andere machen zu lassen, private oder andere Bahnen, die da hineinfahren. Ein Beispiel sind die Dänen, ein anderes sind die Holländer und man könnte auch die Norweger dazu nehmen. Und ich denke, in Zukunft wird es da mehrere geben, die diesen Schritt unternehmen. Im Vergleich mit der AAE-Wagenflotte ist auch SBB Cargo klein. Inzwischen hat Andreas Gohr
seine 30.000 Waggons in die deutsche VTG eingebracht. Damit verfügt VTG über 80.000 Waggons. Der größte private Vermieter Europas wird dieses Jahr 1 Milliarde Euro Umsatz erzielen. Die VTG ist höchst rentabel. Heute besitzt Andreas Gohr rund einen Drittel der VTG-Aktien und ist ihr zweitgrößter Aktionär. Das Geschäft mit der Waggonvermietung erfordert riesige Investitionen. Sagen wir mal, Sie waren 100 Wagen bestellen, und das ist eine kleine Summe, sagen wir eher mal 1000 Wagen, dann bewegen wir uns schon bei 100 Millionen an Investitionssumme, und Sie müssen mindestens rechnen, dass Sie da 30-35% an Eigenkapital dafür hinterlegen müssen. Das spricht schon sehr dafür, dass Sie sehr stabil, finanziell sehr gesund sein müssen, um hier mitzuspielen. Eine große Herausforderung für kleinere Waggonvermieter im europäischen Markt. Das gilt auch für Philipp Müller, der seine Flotte laufend erneuern muss, um konkurrenzfähig zu bleiben. Jetzt sind Sie ja nicht einer von den ganz grossen Anbietern in Europa. Was glauben Sie, wie lange können Sie unabhängig bleiben? Ja, also ich glaube, wir haben uns da kein Datum oder kein Zeitlimit gesetzt. Wir versuchen unseren Weg konsequent weiterzugehen, wo wir seit 50 Jahren gehen. Dann versuchen wir, neue Trends früher aufzugreifen, Verbesserungen am Rollmaterial durchzusetzen und so uns im März erfolgreich weiterzuentwickeln. Die Nähe zum Schweizer Kunden hilft Vascosa. Mittelfristig entscheidet in diesem Geschäft aber die Größe. SBB Cargo will ihre Güterwaggonflotte wieder aufstocken. In den nächsten 3 Jahren soll sie von heute 6.800 auf 8.000 Wagen ausgebaut werden, wenn denn das Geld vorhanden sein sollte.